Prozesse nieder. In den goldenen 20ern setzten die Nachahmer auf Verwechslung. Und es gab King Cola, Cola Nola oder Tosca Cola. Auch Pepsi und Afri-Cola gehörten zu den ganz frühen Konkurrenten der Coke aus Atlanta, Georgia. Dort war dann Unverwechselbarkeit gefragt. Die Flasche mit dem Hüftschwung wurde geboren. Sie sollte selbst im Dunkeln durch Ertasten und sogar in zerbrochenem Zustand erkennbar sein. Form oder Inhalt, was macht die Coke zum Kultgegenstand? Was unterscheidet sie von den anderen? Natürlich der Geschmack einerseits. Aber andererseits glaube ich, dass die wenigsten Leute in der Lage sind, überhaupt diesen Geschmack genau zu differenzieren. Sondern dass der Hauptunterschied liegt sicherlich in der Ebene der Kommunikation. Also Coca-Cola wird anders unters Volk gebracht, als es andere Getränkehersteller machen. Und eben diese Kommunikation sucht ihresgleichen. Der Jugendstil-Schriftzug hat sich seit 1886 kaum verändert. Damals zierte er den Drugstore von Coca-Cola-Vater John S. Pemberton, jenes Apothekers, der nur ein Mittel gegen Kopfschmerzen und Müdigkeit erfinden wollte. Heraus kam ein symbolträchtiger Softdrink. Vermarktet von Werbemanagern mit gutem Gespür für Trends. Von Anfang an verband Coca-Cola Spaß mit Sport und gesellschaftlichem Leben. Frauen wurden zum Werbeträger Nummer 1, doch nicht am heimischen Herd. Ob auf Plakat, Kalenderblatt oder Serviertablett. Gefragt war die bürgerliche Eleganz der gehobenen Mittelschicht, der ersten Zielgruppe der Coca-Cola-Macher. In Atlanta hatte man sich auf die Fahnen geschrieben, die ganze Welt zu erobern. Als die USA in den Zweiten Weltkrieg eintraten, befahl Konzernchef Robert Woodruff, jeder Mann in Uniform soll seine Flasche Coca-Cola für 5 Cent erhalten, egal wo er ist und was immer es kostet. Coca-Cola, das ist die Heimat. Doch damit nicht genug. Die Company bescherte uns noch mehr fürs Herz. Seit der vorweihnachtlichen Werbekampagne von 1930 trägt St. Nikolaus ein Wams in Firmenfarben statt den Mantel eines Bischofs. In Atlanta liebt man Legenden. Marke und Mythos liegen nah beieinander. Und letzterer hat die Flasche längst verlassen. Der Schriftzug prangt auf Nützlichem und Unnützem, Kitsch und Kunst, Rot-Weiß. Rund 12.000 Stücke hat Sammler Franz Herbert Heid zusammengetragen. Ein Teil davon ist jetzt in der Osnabrücker Ausstellung zu sehen. Aber Heid, süße Maite, schön bei dir zu sein. Schenk mir gleich, bitte gleich Coca-Cola ein. Der dunkle Sirup faszinierte Kunstschaffende aller Genres. Andy Warhol und Alexander Kosolapow brachten es zu Papier. Aber auch Joseph Beuys konnte sich dem Coca-Cola-Kult nicht entziehen. Ja, uns hat vor allen Dingen natürlich interessiert, was die kreativen Profis zum Phänomen Coca-Cola zu sagen haben. Und deshalb haben wir an Werbeagenturen, Designer und Presseagenturen die Frage herausgegeben, was fällt Ihnen zu Coca-Cola und vor allen Dingen zur Zukunft von Coca-Cola ein. Und dabei haben wir Weltneuheiten eingesandt bekommen, die wir auch erstmals in dieser Ausstellung zeigen. Beispielsweise hat die Werbeagentur Scholz & Friends eine Galerie von Flaschen mit I Ching-Aufklebern eingesandt. Eine ganz hervorragende Sache. Hier eine andere Weltneuheit, die vielleicht auch tatsächlich vom Konzern mal aufgegriffen wird. Die Gruppe Kunstflug entwirft ein Supra-Konzentrat für die Westentasche, was man dann nach der Teebeutel-Manier in das Wasserglas halten kann. Dem holländischen Designer Ben Boss, einem Grafikdesigner, sind auch kritische Töne zum Thema Coca-Cola eingefallen. Er spricht hier darüber, dass die Blechdose die Ikone der Flasche, also den Sex-Appeal der Superflasche, nicht ersetzen kann. Nach Ersatz für das Symbol des Wirtschaftswunderlands suchte auch die ehemalige DDR. Seit die Waren aus den Kombinaten wieder Konjunktur haben, erwacht auch die Ost-Cola zu neuem Leben. Und so wunderbar. Doch was nützt's? Da ist es wie beim Hase- und Igelrennen. Die Kult-Coke ist immer schon da.